So, heute geht es darum, wie man interaktive Agenda erstellen kann. Und zwar meine ich sowas, man hat Agenda in diesem Fall mit 4 Punkten. Wenn man da draufklickt, dann fängt man mit dem ersten Punkt an. Dann werden alle Folien gezeigt, die zu diesem Agenda-Punkt gehören. Und dann kommt man immer wieder zu der Übersicht und wird mit so einem schönen Zoom-Effekt weitergeleitet zum nächsten Punkt und so geht das ganze Zeit weiter. Und das Schöne daran ist, ich komme immer wieder zu meiner Agenda-Übersicht, dass der Zuschauer den Überblick nicht verliert, wo wir uns gerade befinden. So, wie man das macht, ist relativ einfach. Ich zeige es Ihnen. Also Schritt Nummer 1, ich brauche Folien, die am Ende meine Agenda-Punkte werden. Also in diesem Fall über mich, Leistungen, Vorteile und Referenzen. Also quasi Zwischenfolien, die vor jedem Beginn immer da sind. Schritt Nummer 2, ich muss entsprechende Abschnitte hinzufügen. So, wir sagen, das ist Abschnitt Nummer 1, der heißt über mich. Oder auch ein, oder einfach nur eins. So, der nächste Abschnitt fängt hier an. 2 Leistungen. Abschnitt Nummer 3 Vorteile. Abschnitt Nummer 4 Referenzen. So. Das heißt, wir haben überall unsere Zwischenfolien erstellt und das jeweils durch die Abschnitte geteilt. So, und jetzt gehen wir im Bereich Einfügen auf Zoom und sagen, wir hätten gerne ein Zusammenfassungszoom. So, und jetzt macht er das vollkommen automatisch, dass er diese Folien hier auswählt, wo wir die Abschnitte gesetzt haben. Und jetzt sagen wir Einfügen. Können dann hier sagen Agenda oder ganz weglassen und schon ist unsere interaktive Agenda fertig. Wenn wir jetzt ins Präsentationsmodus gehen, passiert genau das, was wir vorher auch schon hatten. Und so geht das ganze Zeit weiter. Und Sie können im Nachhinein noch hier die Größe ändern und Position ändern insgesamt, anders verteilen, aber die Funktionsweise ist damit schon erledigt. Und Sie können das natürlich mit 4, 5, 10, 20 Punkten machen. Entscheidend ist halt, dass man vorher diese Zwischenfolien anlegt, die am Ende meine Agenda-Punkte darstellen. So, das war's schon. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.